Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Der Tag geht, Niki Lauda kommt. Perfekte Kulisse für das Rennfahrerdrama Rush, nur der Sieg zählt, in dem die Rivalität zwischen Niki Lauda und James Hunt thematisiert wird. Doch zu diesem ganz speziellen Autokinoabend in Nassstetten hatten sich ausschließlich Karossen der Marke Oldtimer versammelt. Die Idee dazu hatte das Rheingauer Oldtimer-Picknick spontan entwickelt. In Nassstetten waren die Oldtimer-Fans vom Start an sehr willkommen. Ralf Holl war eigentlich von der Sache begeistert. Er hat jetzt vor ein paar Tagen sogar noch was mit Traktoren gemacht. Auch so eine Veranstaltung nur mit Traktoren. Und ja, er ist begeistert gewesen. Und dann haben wir das haben es am 27. Mai getroffen, hier auf dem Acker sozusagen. Und haben dann die Punkte festgelegt. Und seitdem sind wir am Arbeiten, dass die Veranstaltung voll wird. Rush, nur der Sieg zählt, ist die Geschichte von Niki Lauda und James Hunt, als die sich damals duelliert haben. Von Ron Howard gemacht, gilt bis heute als der stärkste Ron Howard-Film überhaupt, war damals hoch gelobt. Das Wetter, die gute Vorbereitung und eine souveräne Organisation taten ein Übriges, die Gäste aus dem Rheingau zu begeistern. Denn die Freude am Hobby und das gemeinsame Erleben stehen beim Rheingauer Oldtimer-Picknick im Mittelpunkt. Viel Spaß, ja. Also ich denke, man muss generell Interesse an alten Dingen haben. Das ist die Voraussetzung. Ich bin zu dem Hobby vor 9 Jahren gekommen. Mit meinem 15. Geburtstag habe ich mir diesen Mercedes gekauft damals. Und seitdem haben wir eigentlich beide Spaß an dem Hobby. Wir haben noch einen Hund, der unheimlich gern mitfährt. Der ist ganz begeistert da drin. Der springt immer sofort rein, wenn der Tür auf ist. Ne? Und sein Mercedes, übrigens aus dem gleichen Baujahr wie er selbst, macht diese Fahrten natürlich immer noch ohne Klagen mit. Wobei der Rhein-Lahn-Kreis mit besonderen landschaftlichen Attraktionen auftrumpfen kann. Hier im ganzen Gebiet Rhein-Lahn haben wir ja sehr schöne Strecken, die kaum einer kennt. Die meisten fahren ja nur schnell über die Bundesstraße, mal eben hier nach Koblenz oder von Koblenz nach Wiesbaden. Und es ist mir schon oft so gegangen, wenn wir manchmal so kleinere Events machen, dass wir dann über die kleinen Straßen fahren, hier über die Ortschaften. Und da sagt jeder, wo gibt es denn hier so tolle, schöne Straßen? Gerade für Oldtimer will man ja nicht in den Hauptstraßen unterwegs sein. Der Mix zwischen einer wunderschönen Tour und einem spannenden Blockbuster kam sehr gut an. Wir haben die komplette Rundfahrt mitgemacht, Teil 1 und Teil 2. Und da wir das blaue Ländchen schon kennen und hier wohnen, finden wir es aber trotzdem immer wieder schön. Weil schöner kann man doch kaum wohnen als hier im blauen Ländchen. Super! Cool! Hat Spaß gemacht. Cool. Ich fand das wieder gut. Ne? Alte Erinnerung, mal wieder Autokino. Ne? Das ist so ein bisschen Vergessenheit alles geraten. Und der Kinobetreiber offenbart noch eine weitere, bisher unbekannte Perspektive. Ich selbst habe auch irgendwann mal Kfz-Mechaniker gelernt. Und wenn man in irgendeiner Form mit Auto verbunden ist und auch so ein Auto selbst hat, dann will man damit fahren, will was sehen, was erleben, will auch gesehen werden. Und darum ging mir es vor allem bei der Idee, dass die Autos sich auch begegnen, dass sie selbst auch untereinander sich sehen und dass man so einen Austausch danach einfach schafft. Einige Ehrungen standen auf dem Programm, dann war die Sonne endgültig hinter dem Horizont verschwunden. Die Blicke lösten sich von den glänzenden Boliden und konzentrierten sich auf die Stars der Leinwand. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.